Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit BSN 2. Und in diesem Video geht es, wie im letzten Video hier schon angekündigt, darum, diesem mehr oder weniger Hauptmenü mal eine Funktion zu geben. So. Das machen wir, indem wir erstmal hier Variablen einsetzen. Allerdings macht das natürlich erst Sinn, nachdem wir die hier irgendwo in Main Menu Action gesetzt haben. Heißt? Nein. Wirklich setzen müssen wir die erst in Main Menu. Also set main chat write. Das soll das Zeichen beinhalten, was hier rechts beim Chat steht, deswegen Main für Main Menü, Chat für den Punkt Chat und Write für rechts. Das soll in diesem Fall das hier sein. Dann gibt es auch noch Main Chat Left. Left, das soll dieses Zeichen sein. Und dann gibt es set main administration right gleich Leerzeichen und left gleich Leerzeichen. Left. So, und dann sollte ich das hier einsetzen können. Main Chat Left, Main Chat Right auf der anderen Seite, Right, und hier dann Main Administration Left und hier natürlich wieder white. R-I-G-H-T. Und dann probiere ich aus, ob es wieder klappt. Und tatsächlich beim Chat sehe ich hier die zwei Pfeile. Und bei Verwaltung sehe ich nichts. Allerdings ist der Rand auch nicht falsch eingerückt. Das bedeutet, es hat mit dem Anzeigen geklappt. So, und jetzt kommen wir hier zum Main Menu Action. Das ist ja das, was immer wieder aufgerufen wird. Hier. Und dort sage ich einfach statt diesem Pause Null jetzt Choice slash N slash C W S Q. Das soll bekannt sein. Dann if error level 255, dann kann ich jetzt ja nicht irgendwie sagen go to show, sondern dann kann ich hier nur sagen go to end. End ist dann halt das Ende der Datei. Gleiches bei 0, go to end und sonst. Wenn das Error Level up ist, nein, wenn das Error Level 2 ist, dann ist ja S gedrückt. Und wenn es 1 ist, ist W gedrückt. Und wenn es 3 ist, ist Q gedrückt. Also, if Error Level 3, go to enter. If Error Level 2, go to up. If Error Level 1, go to down. Nein, genau andersrum. Hier up und da down. So. Jetzt sollte es eigentlich hier ziemlich einfach sein, diese Menüpunkte zu erstellen. Up, end. Hier sage ich dann einfach bei, nein,
Hier muss dann Enter hin. So. Okay. So viel dazu. Und dann hier bei Down kommt jetzt natürlich die Abfrage, hey, ist gerade Main? Nein. Ich mache hier ein Set Main Index gleich 0 oder gleich 1, weil es ist ja aktuell das erste angewählt. Also das hier soll immer enthalten, welcher Menüpunkt aktuell angewählt ist. Es ist ja in dem Fall der erste. Wenn der Cursor hier unten wäre, soll es dann 2 beinhalten. So. Und dann kann ich das hier natürlich in Main Menu Action verwenden. Und zwar if main, wie habe ich es genannt? Main Index, ja genau. If main index gleich 1, dann sage ich set das hier, weil es ist ja das Bewegen nach unten. Set das hier so auf nicht Leerzeichen, sondern so und so. Und dann natürlich dies hier soll auch wieder leer werden. Ich klicke immer auf das Falsche. Bevor ich hier drauf finde, klicke ich immer mindestens einmal auf das Falsche. Naja. So, und dann hier go to end. Und hier können dann natürlich später noch weitere Abfragen für das weitere Menü, was eventuell noch kommt, reingeschrieben werden. Und dann muss ich hier natürlich ein set slash a, nein, ein, hier kommt dann immer wenn das erfolgreich war, ein set slash a main index gleich main index plus 1, weil ja die Stelle, wo es gerade ist, erhöht wird. So, und jetzt kopiere ich mir einfach das hier in up und mache es so, dass ich hier einfach nicht plus 1, sondern minus 1 sage. Und hier dann Administration und hier unten dann Chat. Und das Ganze sollte dann eigentlich schon passen. Natürlich, wenn ich hier 2 dann stehen habe. So. Go to End. Und dann sollte ich hier schon navigieren können. Nach unten und nach oben. Funktioniert also. Und wenn ich Q drücke, passiert hier erstmal noch nichts. Das ist aber auch nicht schlimm so, denn wir haben hier ja noch nichts eingestellt. Und das Schöne ist jetzt können wir an diesem Main-Index hier ablesen, was für eine Aktion wir denn machen wollen. Also if, dazu müssen wir allerdings diese ganzen Dateien jetzt erstmal irgendwie in das Hauptnetzwerk einbinden. Dazu tue ich diese hier erstmal in Source Graphics. So. Und dann diese ganzen Dateien. So. Die kommen auch hier in Graphics. Und dann muss ich natürlich ein bisschen was umändern noch. Nein, alles nicht drin behalten. So.
Die hier werden dann wieder dort reingezogen. Und jetzt sagen wir hier natürlich immer davor ein Graphics, um halt den Pfad richtig zu haben. Also so, 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 so und so weiter. Das Ganze dann auch hier bei Main Menu Layout und bei Main Menu Action. Und natürlich hier überall auch. Und dann, wenn ich jetzt in die CMD gehe und dann CD User Profile Desktop BSN 2.0 CD Source und dann Call, nein, erstmal Start CMD, damit ich das Ganze gleich nicht nochmal eintippen muss, wenn ich nochmal testen möchte. Und dann Call Graphics Main Menu. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Das ist nicht so toll. Aber das sollte irgendwo hier dran liegen. Border Side. Wo kann es das nicht finden? Hier. Das ist etwas, was schon nicht mehr hier reingehört, sondern da rein. Das heißt, irgendwo hier scheine ich irgendwas vergessen zu haben. Oder so. Ohne dass ich gerade so genau sehe, was. Die Datei scheint irgendwie nicht da zu sein. Moment. Hier habe ich BSN 2. Das ist soweit das Logo. Dann habe ich die drei Leerzeilen. Und dann kommt ein, das System kann die angegebene Datei nicht finden. Die drei Leerzeilen kommen ja hier. Zwei Leerzeilen kommen da. Das sollten die beiden sein. Dann beim Layout kommt die Choosebox. Und davor scheint irgendwas nicht zu klappen. Das hier müsste eigentlich alles passen. Main Menu Layout. Moment. Machen wir es einfach nochmal. Call Graphics Main Menu. Immer noch kann die angegebene Datei nicht finden. Ja gut. Also, was wir wissen. In Main Menu Layout kann das Teil Call Graphics Main Menu. In Main Menu Layout kann das Teil nicht liegen. Denn alles, was hier angezeigt werden würde, wäre ja diese Choosebox und der Fehler liegt da drüber. Heißt, ich muss an den Punkt gehen, wo Main Menu Layout aufgerufen wird. Und da finde ich es auch schon. Hier muss Graphics vor. So. Dann kann ich hier wieder sagen Start CMD und Call
graphics main menu Punkt. Nee, so, main menu. Und dann kann ich das Menü tatsächlich verwenden. Ich kann natürlich noch keine Eingaben machen, aber das bauen wir hier jetzt erst noch ein. Und zwar, if main index gleich 1, dann ist es so, dass ich auf dem Chat bin. Also, call, nein, start chat.bat. Und, was ich auch noch machen wollte, direkt den Chat Viewer mitstarten. Start Viewer.bat. Damit kann ich jetzt den Chat öffnen. Also, wenn ich hier Q drücke, dann geht's nicht. Warum geht es nicht? Source Chat sollte doch eigentlich da sein. Hallo? Chat? Warum funktioniert Chat nicht? Main Index gleich 1. Starte den Chat. Der ist hier. Und ja, scheinbar wird. Ach, natürlich. Aber dann müssen wir bei Viewer unbedingt noch was verändern. Und zwar, dass der sich auch beendet, wenn er nichts mehr zu tun hat. Exit. So, dann sollte das nämlich funktionieren. Hier. Es funktioniert immer noch nicht. Warum funktioniert es immer noch nicht? Kann mir das jemand sagen? Chat Viewer. Woran liegt das? Dass es jetzt nicht dieses Fenster hier, was jetzt kommt, schließt. Oder besser gesagt, was ist das für ein Fenster, was da gerade kommt? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber gut. Mal schauen, ob wir es irgendwann mal finden. Was für ein Fehler oder was für ein Fenster das ist. Irgendwie stört mich das Fenster. Ich mach mal hier kurz ein paar, nee, Chat und Viewer kann es ja eigentlich nicht sein. Ich probiere aber einfach mal hier zum Beispiel das auszukommentieren. Denn dann sollte ich ja eigentlich nur den Chat starten. Okay, dann mache ich es halt ganz anders, dann sage ich hier, go to chat, chat, start chat.bat, go to, nein, go to end, so, dann habe ich das hier, kann dann wieder das Hauptmenü aufrufen. So. Und kriege wieder dieses Fenster. Kriege ich das Fenster denn auch, wenn ich Chat nicht aufrufe? Also so. Nee, dann kriege ich es nicht. Kriege ich es, wenn ich Viewer aufrufe?
dann kriege ich es auch nicht. Okay. Das heißt, irgendwo im Chat muss das liegen. Hier Chat. Call API Network Chat. So. Chat. Hier. Und da wird dann auch immer nur was gecallt. Und zwar entweder der Chat Writer oder main.brt. Moment. Wenn ich jetzt hier temp bsn2 user.bsn2, gibt es den Benutzer überhaupt? Test. Source Network Users Test. Ja, das gibt es. Moment. Dann machen wir hier mal den Fall, dass wir einen Chatraum haben, wo wir drin sind. Chatroom.bsn2. Das soll wieder mal Test sein. Das sind übrigens sehr kreative Namen. Und dann können wir hier aus dem Hauptmenü ausprobieren, ob wir es aufrufen können. Der Viewer scheint zu funktionieren. So. Und wenn ich dann hier bei den Aktionen startchat.brt mache, dann öffnet sich der Chat. Heißt, das funktioniert soweit. Dann möchte ich allerdings noch kurz eine kleine Abfrage da hinzufügen. Und zwar, wenn man in keinem Chatraum ist, dann soll auch der Chat nicht gestartet werden. Sondern dann soll es einfach heißen, du bist in keinem Chatraum. Zumindest erstmal. Damit wir es dann später noch ändern können. Hier natürlich Quit, der Vollständigkeit halber. Und dann hier if exist temp bsn2 chatroom.bsn2, dann sollen die ganzen Sachen gestartet werden. Und sonst meinetwegen ein Start Graphics Join Room Message.hbs. Und da sage ich dann, das sollte jetzt ja nicht kommen. Das macht Sinn. Und dann, wenn ich hier die Chatraumdatei lösche, aus temp bsn2 das hier löschen, dann sollte jetzt eine Fehlermeldung kommen. Yep. Join Room Message wurde nicht gefunden. Also sorgen wir dafür, dass das existiert. Join Room Message. VBS. So, das öffnen wir und sagen msgbox bitte tritt einem Chatraum bei, bevor
du zu chatten anfängst. Und dann Meldung. So. Das sieht folgendermaßen aus. Und dann müssen wir jetzt ausprobieren. Acht war was nochmal? Moment. Welche Zahlen waren das nochmal? 16? Nein, ich brauche kein Fragezeichen, ich brauche dieses Infozeichen. Das auch nicht, sondern das Infozeichen. Genau, das brauche ich. Oder das möchte ich haben. So, und dann kann ich jetzt hier, wenn ich in den Chat möchte, diese Nachricht bekommen, bitte tritt einem Chatraum bei, bevor du zu chatten anfängst. Und für das Chatraum beitreten, da müssen wir später auch noch einen Punkt einbauen. Allerdings kommt das, wie gesagt, erst später. Für dieses Video sollte das erstmal reichen. Beziehungsweise hier bei Verwaltung müssen wir noch etwas einbauen. Und zwar hier bei Hauptmenü. So. Da können wir jetzt erstmal hier ein Go-to-End machen, wenn keine passende Sache gefunden wurde. Und if main index gleich 2, go-to-admin, das ist hier unten, und hier passiert start-administration.gat und go-to-end. Das sollte eigentlich klappen. Yep, das funktioniert auch. Hat also funktioniert alles. So, und dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.